Moin liebe Leute und willkommen zu einem neuen Projekt, einem Story-ähnlichen, aber doch nicht Multiplayer-Roleplay-Projekt, sondern mehr so Story-technisch, bisschen aufgebaut und ich würde sagen, ich habe nichts zu hören. Ach, guten Morgen, leider Mittag würde ich fast schon sagen hier. Ich bin's, der Peter Müller. Kennt ihr mich noch? Wahrscheinlich nicht. Ja, egal. Ja, ich wollte gerade Pipi machen, weil... Bin ich schon einige Stunden unterwegs. Nach meinem letzten Hof auf Ellerbach. Naja. Insolvent gegangen. Dies, das. Habe ich ein bisschen Lotto gespielt, ein Jahr lang. Und bei meinen Eltern gelebt. Hab ein bisschen Geld gekriegt, das Lotto. Und hab mir wieder einen Bauernhof gekauft. Mein großer Traum, einen eigenen Bauernhof zu haben. Und ja. Der Hof ist diesmal hier in auf der Mischmap. Die Ortschaft heißt, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Aber irgendwo hier in der Nähe ist der wohl. Sagen wir, ich weiß auch, dieses Kfz, was ich mir hier geholt habe, für die lange Fahrt an. Es ist ziemlich kalt. Ich habe auch einen dicken Schneeanzug an, wie ist das? Also, boah, mir ist kalt hier beim Fahren, war. Und da bin ich schon einige Kilometer gefahren. Ich habe nochmal getankt, deswegen ist auch zurückgesetzt, ich stand mit also voll. Weil ich wusste nicht, wo die nächste Tankstelle sein soll. Und ja. Ich würde sagen, wir gucken, suchen erstmal unseren Hof. Ich hab gehört, irgendwie, wenn er in der BGA war hier, rechts, oder so, keine Ahnung, also, aber ich habe auch irgendwie so ein Déjà-vu, dass ich hier schon mal war, jetzt out of RP, an die Menschen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ich zeige euch die Map ein bisschen, dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was für eine Map das damals war, oder was ich hier drauf vom Projekt habe, oder macht mal einen Link von dem letzten Projekt, letzteren Projekt, was ich da auf so einer Map gemacht habe. In die Kommentare. Das war mein Lieblingsprojekt mit 17. Aber ja, ich glaube, ist das hier mein Hof? Hier ist eine Ortschaft. Der sagt sich, ich habe gehört, also laut Kaufvertrag stehen hier ein Dings rum. Ein West rum und ein, ach, war eine andere für eine Marke. War so eine. Ich hab die Marke vergessen. Und Rosslemer-Stricher. Oh, ein Hündchen. Hallo, Hündchen. Hi. Na? Hallo. Hi. Na? Wie heißt du denn? Wer bist du denn? Hm? Muss ich spielen? Guck mal her. Guck mal her, Hündchen da. Hopp. Hm? Komm mit. Wo ist denn der Ball? Guck mal hier. Guck mal hier. Jetzt hol deinen Ball. Bring her. Bring. Bring. Oh, feines Hündchen. Fein bist du. Na, du bist ja ganz weg. Oh. No. Muss mitkommen? In so einem Beruf gehen? Sieht sich doch bestimmt hier aus, oder? Ja? Okay, dann komm mal mit. Das ist ein schönes Bildchen. Ja. Wie nennen wir ihn denn? Schreibt mal Namensvorschläge für diesen kleinen Hund hier in die Kommentare. Sieht süß aus. Komm, wir gehen mal gucken mit ihm. Den Hof hier. Okay, hier ist aber so ein leer. Boah, man sieht ja, wie sah der Hof noch ein bisschen schöner aus. Da war hinten noch irgendwie was, so ein Silo oder so, keine Ahnung. Hündchen, kommst du mit? Wo denn? Da. Komm da. Ja, du musst irgendwie unterm Zaun durchgekrabbelt. Oh, das ist süß, der Hündchen. Dann ist schon, warte mal, ich stand, ah ja, hier ist auch der Westrum. Ja, genau, das ist unser Hof. Das ist unser Schlepper. Genau, unser Hof. Ja, das ist er. Unser Hof, Leute. Bui? Bin runtergekommen aus das Ganze hier. Okay. Okay. Achtung, Videoüberwachung. Ah, ein Schweinestall. Da ist da jemand drin? Alles zu betoniert. Okay. Muss ich erstmal ein bisschen aufreißen, den Stall. Warum ist er zu betoniert? Hm. Muss ich mal gucken. Muss ich nächstes Mal das Stemmgerät rausholen, muss ein bisschen aufstellen hier wenn, ne? Reingucken. Die gehen? Aber ich meine, gehen die auf. Oh ja, nehmen wir auf. Komm raus. Warte. Bleib hier, Hündchen. Nicht weglaufen. Bleib hier. Komm mit. Wieder zumachen. Hier ist noch Steinwerk. War nicht gerade groß, aber naja.
Besser als gar nichts. Noch hier. Akku, Anschluss, Dönse. Auch mit Stein zugekippt. Hier ist schon länger nichts mehr. Die Maschinen sehen alle gut aus sogar. Grober Sämaschine, ja. Die sehen gut aus, die Maschinen. Schloss von ich hoffe, wir haben Bullshit leider hier. Ich glaube, ich muss morgen mal einkaufen fahren. Oder wieder irgendwann. Ah, hier ist der Kuhstall. Ja, gut, den würde ich. Ich würde gerne einen neuen Kuhstall haben wollen, irgendwie, aber. Ich glaube, der bleibt hier, der Kuhstall. Jetzt habe ich kein Geld, noch einen neuen Kuhstall zu bauen. Ich kann das ein. So. Oh, und hier ist der. Ach, das war ein Armatrack. Ein Armatrack war das. Ja, das ist natürlich vieles hier. Alles hier noch so ein bisschen angerostet schon. Guck mal, die Blechern auch alle schon angerostet. Uiuiuiuiuiui. Nicht schön. Gar nicht schön. Ah, ist der Drescher. Okay, der Kipper ist schön. Der ist noch bloß. Ich bin so ein bisschen müde von der langen Autofahrt. Morgen früh losgefahren um 5. Dann seid ihr im Auto. Boah, das war ein schöner Drescher. Nicht mein Favorit, aber ja. Milchstreuer und Düngestreuer. Das war es hier irgendwie scheinbar schon. Das ist unser Haus. Die Koffer reinräumen. Ist so eine Halle nur. Okay, mehr ist ja also nicht. Mehr war zu. Immer das funktioniert mit dem Klicker. Das funktioniert aber nicht so schön. So, ah, das ist enger. Kann gar nicht töten. Die Sachen hier rein alle. Holen gehen. Ein Kofferchen holen. So viel habe ich ja nicht mitgebracht. So, das war mit den Koffer. Boah. So, warum bleibst du hier? Das freut mich. Gut. Wollen wir uns unser Feld angucken fahren? Würde ich doch sagen, wenn wir gerade unseren Feld angucken fahren. Wir können ja gerade gucken hier auf unserem Tablet. Die Felder sind also diese zwei Felder wohl. Und was haben wir noch? Hier oben das, die Wiese. Dann können wir mal gucken. So. Wo ist der Hund jetzt hin? Also. Nein, 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 nicht in das Auto rennen. Hallo? Wenn noch mal fahren, den Hund. Er meinte, vom Auto zu rennen. Ist das die Einfahrt? Oh, fahr doch mal hier rum. Wird schon richtig sein, hab ich gehört. Das hier müsste unser Feld sein. Ja, das tue ich. Ja, das hier und da vorne, das. Ich muss sagen, halt immer hier im Feldweg an. Auf der Straße stehen bleiben. Lass mal laufen. Was ist drauf? Muss gepflügt werden. Und kalt. Da kann man kalt drauf machen, dann pflügen, würde ich sagen. Das hier drüben, wie sieht das aus? Du musst auch gepflügt werden, auch gekalkt werden. Eieieiei. Mehr viel zu tun, alles gekalkt werden muss hier und gepflügt. Was ist hier drauf? Hafer. Okay. Das wird irgendwann mal gucken, dass wir das noch unterarbeiten. Heute mal gucken. Ob wir noch Zeit haben dafür. Wieder zu arbeiten wäre ja schön. Weil ja, muss ja auch gemacht werden. Wir werden auch gleich mal anfangen zu arbeiten, denke ich mal. So. Uah. Ich kenne den Bürgermeister doch gar nicht. Ich möchte eigentlich gut mit ihm halten. Wenn ich den Bürgermeister fragen, ob ich Winterdienst hier gegen Geld machen muss, darf, soll. Naja, ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz so schlimm. War. Oh. Hallo? Alter. Kennzeichen mal eben aufgeschrieben. Abgefotografiert. Nein, anrufen. Freu mal, das soll. Einfach so, ja, noch weiterfahren. Fahrerflucht. Naja, mein Hinterrad ist stabil. Sie hält das schon aus. Okay, Leute, ich löse jetzt den Spoiler mal auf am Anfang der Folge. Das hier ist LS15 Baltique Profonde, LS17 Klingenbach. LS17 Klingenbach Projekt habe ich hier noch, da erinnere ich mich noch. Hier mit Glasdrescher getroschen, hier die zwei Felder, war hier auch Acker, habe ich immer hier diese Felder getroschen, der war auch eingezäunt, der Acker hier damals, glaube ich. Ich bin mal reingefummelt sozusagen. Dann war hier oben ein Klärwerk, eine Fabrik. Ich hatte damals jedes Feld, das, diese zwei Felder hatte ich damals, das
Das da hatte ich. Die hatte ich. Ich hatte die und die und die. Habe ich dann alles bewirtschaftet, aber ohne Seasons und halt, also kein Realismus, kein Roleplay. Ah, ist ja. Kann sich nur hochfahren, okay. Kein Roleplay, dies, das. Also auch fühlen sie mich nicht, aber kalten kann man schon. Und ja, das habe ich halt damals hier viel gemacht. Aber dann irgendwann im Schrobenk sind noch weit hinter, was auch hier getroffen werden natürlich. Achtung, Vogel, ich will nicht überfahren. Naja, das heißt, wenn alles gekalkt und gefüllt werden muss, würde ich sagen, fangen an zu fliegen. Und ich ginge bau. Alter, das Ding, das rutscht. Ja, schon einmal noch eisig. Ein bisschen eingeeisigt rasen. Komm, Gummi. Sieh. War nicht zu schnell, sonst rutscht wieder in alle Kurven hier rum. Ja. Dann muss ich jetzt hier da vorne rein in die Halle vom. Kann ja reinfahren, komm, haben wir noch keine Hühner. Da kommen die Hühner ja hin zum Lagern. So, mal aus. Perfekt, passt doch super hier rein, der kleine Eintracht. Optimal. Da ist ja vorne erstmal hinter Schuppen gehen hier. Und noch zum Parken. Aber jetzt haben wir erstmal da geparkt. Ich noch Rasen mehr. Funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich mache lieber nicht an. Boom! Kein Wehtun. Deswegen. Naja, würde ich sagen, schon. Wir sind vom West rum. Ach, ich muss unten vergessen. Nein. Warum? Bisschen holen. Geht noch hier unten. Briefkasten müssen sind sie. West rum. Armertrag und Recher. Alle Schlüssel meinen. Schlüsselbund gehangen. So. Bisschen rennen hier. Bisschen. Oh, puh. Das war ja trinkt. Also was trinken holen wahrscheinlich am besten. Offen, gut. Also, ihr wollt schon. Ich werde gelüftet, habe ich das Gefühl, immer ist wahrscheinlich hinten auf. So. Bisschen warm laufen lassen, die Kiste. Gar gucken, der Flugstand. Hier? Ne, da hinten. Da hinten steht der Flug. Okay, dann können wir uns den Flug da direkt holen. Falls ihr das Gähnen hört, sorry dafür, aber ich bin noch sehr müde gerade, weil Samstag 24, 6 Stunden Stream bis 3 Uhr, gestern bis 3 Uhr wach, also mein Samstag bis 3 Uhr wach gewesen, deswegen sehr müde. Sorry dafür. So. Müssen wir drauf gelaufen sein. Heute mal zu. Ah, mach mal zu, bevor wir abfahren irgendwo. Ja. Wenn ich den erstmal anfange, dass er ein bisschen warm läuft, noch so schlepper. Ich weiß ja, jetzt schafft er den Flug, weil ich gar nicht, ob der Flug überhaupt dafür passt. Mit 130 PS, 6er, 5 Schar zu ziehen. Eine Herausforderung werden, vermute ich mal. Ohne Gewicht, mal gucken. So, müsste passen. Ja, das passt. Na, ein bisschen vorne. Ja, ah, Tür auf. So. Ach, der Teppich hier drin ist immer noch schön. Ankoppeln. Schleiche ran. Okay, den schafft er also. Na, würde ich sagen, fahren wir auch schon zum Feld. Mal runter. Ist er überhaupt hoch genug? Boah, das geht. Ist sehr hoch. Aber ja, muss hier. Ja, gut, höher geht nicht. Also, naja, höher geht halt nicht. Bisschen aufpassen. Nein, das Rad, das heißt, wenn er auf den Boden haut, auf dem Rad erstmal auf. Dann geht das ja. Bremsen. Wir fangen mit dem Pedal erstmal an.
Die arme Bergkante, die arme Kante im Flug. Nein, mit Landwirtschaft habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Ja, das ist ja etwas Problem. Das geht ja. So. Vielleicht haben wir im rechten Feld hier an. So. Klappen das Ding mal. Fand das mal aufs Feld drauf. Immerhin ist noch kein. Immerhin ist nicht viel los scheinbar. Auf den Straßen. Das geht ja mal hin und noch. Ausklappen. Oh, passt doch so. Können wir weg eigentlich absenken. Aber hier entlang fahren. Runterhauen das Ding. Tief wie es gehen, dann läuft es. Hoffentlich. Boah. Wann die Folgen kommen? Ich kann es euch nicht sagen. Nur so. Ich würde mal vermuten, dass ich alle 2 bis 3 Tage eine Folge nur mache. Weil für die Folgen ist auch. Der erste Folge nicht, aber die zweiten, dritten Folgen werden alle aufwendiger. Ein bisschen Timelapse und ein bisschen vielleicht auch ein paar andere Ansichten mit so Helfer, so von hier aus gefilmt. So Sachen. Ah, das gucke ich dann noch. Und ja, die Folgenlänge ist ca. 20 Minuten. Also werden es noch 2, 3 Bahnen fügen. Gucken wir uns mal, wie das aussieht, das Flugbild hier aus der ersten Bahn. Tür manchmal auf. So. Oh, es stoppt aber ganz schön. Mal zu. Sieht ganz schön kalt. Zu verlüften. So, stellen wir mal aus. Mal gucken, wie das aussieht hier. Flugbild. Ja, ich würde sagen, die Tiefe her passt auch. Sieht gut aus. Kann man machen. Noch alle schön rein, die ganzen Schare, das passt. Gut. Sagen wir jetzt hier erstmal in eine Richtung, irgendwie in eine Richtung weiter. Machen wir wieder zu. Ding mal aus. Dann drehen wir mal um. Man muss sich so auf die Seite fahren jetzt. Gut. Richtig gemacht. Na, richtig. Richtig, ja, gut. Dann machen wir einmal runter und wir den Wagen ziehen durch. Oh. Das zu schaffen, der Case. Na gut, dass es nicht so steil ist hier. Das müsste er eigentlich hinkriegen. Müssen wir eigentlich schaffen. Und am Schlepper. Uiuiuiui. Ah, jetzt geht's gar nicht. Jetzt geht's ein bisschen bergab, jetzt merkt man. Das geht bergab. Das rutscht besser. Mein Telefon. Gebimmelt. Mein Telefon gebimmelt hat, keine Ahnung. Ist gebimmelt. Bum, 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 bum. Oh, doch. Also, beim Westraum zu fliegen, das ist du. Der ist. Der hält nicht hoch genug aus, das ist das Problem bei dem Träger. Seht ihr hier immer wieder, wenn ich. Ich hänge jetzt hier am Boden fest. Der Westraum ist nicht gerade hoch aushebend. Müssen wir mal gucken, ob ich da was umstellen kann noch. Sonst müssen wir uns halt nach einem neuen Träger umsehen. Nach einem anderen Flug umsehen. Weil so zu fliegen ist nicht gut fürs Gerät, habe ich. Denke ich mal. So. Würde ich mal sagen. Da müssen wir den Armatrag mal probieren. Der besser, der auch vorankommt überhaupt, damit ist halt eine Frage, weil der Westrum ist der größere von beiden. Kann ja mal gucken. Mal anhalten. Können ja mal gucken auf dem Tablet. Ja, der Armatrag hat 110, der Westrum hat 130 PS. Das merkst du schon. Im Trecher fliegen, der hat mehr PS. Einfach nur. 83 PS sogar. Brauchst du einen Grubber? Und auf 150 PS Flug. Merkt man. Der Grubber, den kann man im Westrum noch ziehen oder die Seilmaschine auf jeden Fall nachher im Westrum fahren. Das ist, weil der Westrum ist wahrscheinlich auch spritsparender als der hier. Weiß ich aber nicht. Naja, aber es läuft ja. Naja, es geht. Kann besser durchgehen, der Flug. Aber das ist halt leider nicht in meiner Macht. Ich gehöre dir. Muss ich demnächst mal gucken, ob ich mich der Gemeinde vorstelle, wenn ich jetzt schon arbeite, wenn ich jetzt hier Arbeit erledigt habe heute. Vielleicht demnächst mal Gemeindefest feiern. Da mal irgendwie, keine Ahnung.
irgendeinem Verein beitreten, auch was. Also, Leute, dadurch, dass ihr wisst, das Projekt ist halt alleine gestellt. Also, ich mache das Projekt komplett alleine. Ich mache dieser kein LU von Fremden. Ich werde entweder mit der Maschinenring oder gar nichts sozusagen machen. Weil es hat mich immer genervt. Weil es hat genervt einfach. Irgendwann hat er keine Zeit gehabt, dann gab es Beef, dann war das, dann war das, dann hat das nicht gepasst für ihn. So habe ich wenigstens meine Vorlieben, kann ich hier spielen. Eure Vorlieben. Und kann halt wirklich aufnehmen, wann ich will, wie ich will und vor allem, was ich will. Ich kann sagen, okay, ich mache heute ein bisschen mehr Flügen, ich war heute immer ganz chillig. Heute gebe ich mir richtig Gummi und ich kann auch viel vorproduzieren sagen. Das ist halt, was ich an dem Projekt eher mag. Aber ja, nicht euer Problem, das ist meine Sache. Und ich würde sagen, nächste Folge machen wir weiter auf dem Hof. Und werde dann weitergearbeitet, wenn ich mich nicht bis dahin festgefahren habe. Ah, nach der Bahn hier. So ein Haus. Oh. Ja. Ich würde sagen, Leute, lasst noch oben da. Schaut gerne bei den nächsten Folgen vorbei. Da wird ja der Westrum in dem fetten Flug vergewaltigt. Ich kaufe ja nach dem Einfeld hier einen neuen Flug. Ich glaube, ich komme eigentlich noch einen anderen Flug, wo ich einen anderen Flug kaufen kann. Wird neuer Flug gekauft. Aber ja, lasst mal oben da. Schaut demnächst vorbei. Macht's gut. Bis dann. Und beim nächsten Mal reinschaut. Aber nicht vergessen. Ciao.